Dem langen Drängen der Grünen, dem Thema Energieeinsparung in öffentlichen Gebäuden im Geroldsteiner Land höhere Priorität beizumessen, ist der Rat der Verbandsgemeinde nun endlich nachgekommen. Für nächstes Jahr werden 62.000 Euro bereitgestellt, um Pläne für Energieeinsparmaßnahmen am Schulzentrum in der Waldstraße sowie der regionalen Schule erstellen zu lassen. Zum einen soll eine Machbarkeitsstudie für ein Nahwärmenetz für das Schulzentrum Waldstraße in Auftrag gegeben werden. Dabei geht es um die Frage, ob und wie das Hubertus-Rader-Förderzentrum und die benachbarte Grundschule samt Turnhalle und eventuell auch die regionale Schule, das Hallenbad und das Rathaus mit einer Heiz- und Energiequelle versorgt werden können. Und was so etwas kosten würde. Die Ergebnisse der Studie sollen bereits im Frühjahr 2009 vorliegen. 50.000 Euro kosten die Pläne für die Dämmung der kompletten Außenfassade der regionalen Schule in Geroldstein. Denn die hat sich bei der genaueren Überprüfung als Energiefresser und Verschwender erster Güte herausgestellt. Zudem weist die Fassade an mehreren Stellen Schäden auf. In einer ersten Kostenschätzung wird davon ausgegangen, dass die Wärmedämmung der Außenfassade mit gut 1,5 Millionen Euro zu Buche schlagen könnte. Derzeit wird daran gedacht, die Sanierung in mehreren Bauabschnitten über 3 bis 5 Jahre zu realisieren. Auch das sollen jetzt die zu erstellenden Pläne liefern. Eine exakte Kostenschätzung der Mammutaufgabe.